Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's los mit The Daedalus Encounter. Und das ist ein etwas älteres Spiel. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich so ein paar ältere Spiele auspacken werde. Also das ist circa 20 Jahre alt und dementsprechend pixelig ist das auch. Und ich muss jetzt gerade mal ein bisschen gucken, die Einstellungen. Ja, ich werde auf jeden Fall auf leicht spielen. Denn es sind so ein paar Rätsel dabei, die sind nicht so angenehm. Und die Steuerung ist dann auch nicht das leichteste. So. Ja, Lautstärke kann ich ja hinterher noch irgendwie regeln. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Und ja, The Daedalus Encounter ist ein Science-Fiction-Adventure mit Live-Action-Sequenzen. Also Dear Career kennt man vielleicht noch aus den 90ern. Die hatte dann auch eine Serie, wo sie so eine Art weiblicher Indiana Jones war. Und ja, die hampeln da vor dem Bluescreen rum oder so und ansonsten, es ist eine Science-Fiction-Geschichte und die Rätsel sind manchmal richtig komisch. Ich habe es damals nicht zu Ende gespielt, weil ich auch keine Lösung hatte. Jetzt werde ich das so machen, wenn ich was nicht weiß, werde ich einfach in der Lösung nachgucken. Ich habe die auch immer offen nebenher, weil das wäre mir sonst zu blöd. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit einem neuen Spiel. Bleibt in der Formation, Jungs, und haltet die Augen auf. Dieser Sektor soll von Weckerjägern nur so wimmeln. Casey, irgendwas auf den Scannern? Hat sich erledigt. Okay, wir haben 5 Abfangjäger der Krakow-Klasse. Die feuern aus allen Rohren, Casey. Pfeffer, gib mir Feuerschutz. Danke. Komm schon, Casey. Okay, prima Schuss. Ich weiß nicht, was Information aus, Case. Hey, Case, einer kommt direkt auf dich zu. Siehst du ihn? Komm schon, Case, Feuer! Ja, wir haben wieder mich. Auf mich, die Navigation fällt aus. Kollision in 8, 7, 6. Aussteigen, raus hier! 4, 3. Audioverbindung eingeschaltet. Aktiviere optischen Kontakt in 3, 2, 1. Schalt die Neuralverbindung ein. Schon passiert. Casey? Ich bin's, Ari. Hi. Hallo. Hör mal. Sie haben dein Bewusstsein in einen Zerebralcontainer übertragen. Mhm. Das ist ein Gerät, das, wenn man... Sie will sagen, du bist ein Hirn in einer Kiste, Case. Zack, würdest du das bitte mir überlassen? In Ordnung. Hör mal, das ist schwer zu erklären. Ach was. Ich zeig dir einfach, wie du aussiehst. Okay, ach, das geht doch noch. Von außen hast du dich ziemlich verändert. Aber ich weiß, das bist immer noch du da drin.
Aber wir müssen wissen, ob du antworten kannst. Wenn ja, dann benutzt das virtuelle Interface vor dir und schickt mir ein Ja. Übrigens, wenn man nicht antwortet, dann ist das Spiel einfach vorbei. Aber wir sind mal lustig und antworten mit Nein, einfach weil wir so ein lustiger Scherzkeks sind. Der alte Kay ist immer gut für einen Scherz. Hey Case, du kannst es noch nicht wissen, aber der Krieg ist vorbei. Wir haben sie verprügelt bei Exeter 3. Vakar verlor ein Drittel seiner Flotte. Sie sind abgehauen mit eingekniffenem Schwanz direkt zu den Taladarans. Ich meine, sie haben sie praktisch angebettelt um einen Friedensvertrag. Ich meine, klar, wir sind jetzt unseren Job los, aber was soll's. Hey, der Krieg ist die Hölle. Und so bist du jetzt an Bord der Artemis. Das beste Bergungsschiff in diesem Sektor. Zack und ich haben sie zusammengeschraubt aus ein paar alten Allianz-Transportern. Oh, nicht zu vergessen die Maschinen, die wir ausgeliehen haben von einem Orion-Zerstörer. Sie sieht vielleicht nicht danach aus, aber sie schleppt dir die gute alte Erde direkt aus dem Orbit. Naja, wir dachten, wir räumen ein paar der Schiffe weg, die wir selbst abgeschossen haben. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Also wir sehen das so. Es gibt hier eine Menge sehr lohnender Wracks, die einfach so rumschweben. Die warten nur auf uns. Und wir dachten, du würdest dabei gerne mitmachen. Tja, wir haben dich aus dem Labor rausgeholt. Ja. Zack hat dein Interface an die Schiffssysteme gekoppelt. Schön, dass du wieder da bist, Casey. Jo. Also warum stehen wir hier rum, Leute? Lasst uns was jagen. Ja, so ist das. Der Krieg ist vorbei. Man weiß nicht so genau, was man tun soll. Deswegen müssen wir uns jetzt mit unseren Freunden so durchschlagen. Ja, und unser Körper ist futsch. Wir sind nur noch eine Maschine. Und das ist jetzt immer noch so Prolog. Ich kann hier auch übrigens umschalten in diesen Modus. Dann Treffer, metallischer Kontakt in 17.000 Kilometern Entfernung. Oh Mann, wir stochern jetzt schon seit 2 Tagen in diesem Abschnitt herum. Vielleicht haben wir ja endlich was gefunden. Aktiviere Sichtschirme. Oh, ein Vakar-Frachter. Fett und saftig. Ey, Case, was meinst du? Willst du nicht deine neue Ausrüstung mal etwas Probe fahren? Ja, warum eigentlich nicht? Aktivier doch mal deine Fernlenksonde, Case. Schau mal, ob du uns ein besseres Bild verschaffen kannst. Okay. Ich guck erst mal hier, was haben wir denn hier? Analyse. Raumschiff Artemis, okay. Diagnose, keine Ahnung, was da der... Okay, das ist alle Systeme nominal. Gut, okay, gut, gut. Schalt alle Hilfssysteme an. Kannst. Bitte was? Die Hilfssysteme. So, dann mache ich mal hier Start. Sondenstartsequenz aktiviert, okay. Und ich kann mit Space-Taste hier immer rüberschalten, dann sieht man das ein bisschen größer. Natürlich total verpixelt. Und das ist jetzt, ja, ein bisschen so noch Tutorial quasi. Könnte man sagen. Ja, okay. Achso, dann muss ich sie aussetzen wahrscheinlich. Sonden sind offline. Starte Diagnose. Okay. Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Also manchmal ist es so ein bisschen random bei diesem Spiel, was man jetzt gerade machen muss. Das wird auch noch... Diagnose läuft. Okay, jetzt raus mit der Sonde, Casey. Das heißt jetzt aussetzen? Sonde ausgesetzt. Öffne die Tore der Sondenschleuse. Jetzt. Na, dann geht's jetzt endlich los. Ah, hier kann man noch nicht so viel falsch machen. Aber es gibt dann ganz viele Möglichkeiten, immer wieder zu sterben. Und das ist frustrierend. Vor allem, weil sich dann auch bestimmte Sequenzen immer und immer wieder wiederholen. Ja, aber ansonsten... Hey Casey, sag mal, wie fühlt es sich an, wenn deine Augen und Ohren da draußen in einem kleinen Ball rumfliegen, während der Rest von dir hier bei uns ist? Hör auf damit, Zack. Was denn? Ich hab Casey nur was gefragt. Ach, ich find's eigentlich ganz okay, cool. Case,
Dein Steuerungssystem läuft vollautomatisch, also konzentrier dich auf den Job. Die meisten anderen Funktionen steuerst du. Hey, pass auf! Das war knapp, Freundchen. Naja, zumindest funktioniert dein Kollisionsschutz. Okay, probieren wir mal deine Computerverbindung aus. Wie wäre es mit einer Identifikation dieses Schrotthaufens da? Schau doch mal, ob du den Namen des Schiffs und vielleicht ein paar Informationen über seine Ladung bekommen kannst. Okay, wir gucken uns das hier an. Naja, ich mach mal einfach eine Analyse. Wakar-Frachter Chuck Tai. Aber das Setting ist eigentlich ziemlich cool, wie ich finde. Das wird dann noch, geht dann noch so ein bisschen mehr ins Mysteriöse. Ins Mystery. Genau da, Casey. Okay, jetzt versuch mal deinen Laserschneidbrenner, der Schalter rechts oben. Er sollte eigentlich genug Saft da reinpumpen, um diese Tür weit aufzustoßen. Aber vorsichtig, Casey. Die Wakar sind dafür bekannt, dass sie ihre Wracks verminen. So, und weil ich jetzt schon mal einen Test gemacht hatte, weiß ich, dass ich hier aufs Blaue schießen muss. Ich glaub's zumindest. Weil wenn ich aufs Rote schieße, dann explodiert das Ganze und es läuft die ganze Sequenz nochmal ab. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Guter Schuss, Casey. Aber das wird einem nicht gesagt. Deswegen, man muss eigentlich immer rumprobieren und... Ziemlich dunkel hier drin. Schalt doch mal das Flutlicht an. Da ist es dann immer ein bisschen nervig. So, Flutlicht haben wir auch. Oh Gott, sind das hässliche Dinger. Aber Zack, ich dachte immer, du fändest Alien ziemlich attraktiv. Hey, 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 ich war besoffen in dieser Nacht und das weißt du. Und außerdem hat es mir geschworen, dass es weiblich war. Casey, halt doch mal an. Wir wollen uns hier erstmal gründlich umsehen. Okay, jetzt kann ich selbst hier ein bisschen steuern. Ich weiß zwar nicht genau, was ich jetzt ansteuern kann. Okay, da kann ich irgendwie... Wupp, warum kann ich nicht nach oben? Doch, jetzt kann ich nach oben. Naja, da ist nur dieser Alien. Kann ich vielleicht noch eine Analyse machen? Fremdes Raumschiff. Militärtransporter. Okay, Laserbauteile. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt wieder gemacht habe. Aber irgendwie geht's weiter. Ja, die Auflösung ist 640 mal 480, also das ist natürlich, das tut ein bisschen weh für heutige Gewohnheiten. Aber es hat ja auch irgendwie so seinen Charme. Hey, hey, warte mal, was war das? Ja, Casey, kannst du dieses schwebende Objekt da vor dir greifen? Ja, das machen wir doch glatt. Dann können wir den Greifarm gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist jetzt noch so ein bisschen Tutorial. Gut, dann analysiert mal für uns. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier auch schon machen? Infrarot. Das ist sichtbares Licht, Ultraviolett. Okay, aber das spielt dann vielleicht auch noch eine Rolle, dass ich irgendwie... dann noch mehr sehe. Aber jetzt mache ich erstmal eine Analyse. Naja, zumindest haben wir ein nettes Souvenir. Vergiss es, das ist eine Tapferkeitsmedaille, Zack. Die gehört ihren Toten. Du kannst ebenso gut reinkommen, Casey. Heute ist nicht unser Tag. Tja, Pech gehabt. Das hier ist wohl schon ausgeplündert gewesen. Da
dann geht's einfach wieder zurück. Also da muss ich auch nichts machen. Mist, dieser ganze Sektor ist schon abgegrast worden. Wir müssten einfach weiter raus. Glaub ich auch. Aber wohin? Zur Magellan-Gruppe? Sirius? LV-426? Nein, nicht dahin. Aber ich muss gerade an dieses Geschwader von Bakar-Kreuzern denken, die am Piloten wohl alle am Lenkrad geschlafen haben. Erinnerst du dich? Das Meiser-System, richtig? Genau. Oh Mann, hab ich überrascht. Ich habe noch nie so viele Rettungskapseln auf einmal gesehen. Du willst zurück nach Meiser? Warum nicht? Harry, ich bezweifle, dass da draußen seit dem Krieg irgendjemand hingekommen ist. Nein, es ist zu nah an der Grenze zu Bakar. Wir würden das Taladiranische Abkommen verletzen. Na und? Das weiß doch keiner. Das klingt für mich nach einer ziemlich schlechten Idee, Zack. Komm schon, Harry. Wovor hast du Angst? Für uns gibt es keine Militärdienstordnung mehr. Willkommen daheim, Schatz. Hallo. Ah, Casey, du bist zurück. Also ich sage, wir stimmen ab. Wer ist für Meiser, hä? Komm schon, Harry. Wir fliegen doch nicht zu dem Bakar. Es ist eine Pufferzone. Es gibt noch nicht mal Patrouillen da draußen. Und du weißt, dass da fette Beute rumliegt. Naja. Warum lasse ich mich von dir immer zu sowas überreden? Vielleicht lässt du dich ja auch mal zu was anderem überreden. Das habe ich gehört. Klar, solltest du ja auch. Hey, Case, was hältst du davon? Meiser? Ja, wir sagen natürlich ja, weil sonst wäre das Spiel vorbei. Okay, auf nach Meiser. Also, das ist der direkte Kurs zum Sprungpunkt. 190 Millionen Kilometer vom Stellar. Okay. Naja, dann mal los. Dann geht's los. Sehen, was uns dort erwarten wird. Harry, ausweichen Sie hoch! Geht nicht! Okay, die beiden sind bewusstlos. Deshalb machen wir mal eine Analyse. Okay, und jetzt geht das erste Rätsel los. Und da muss ich einigermaßen schnell sein. Weil hier läuft die Zeit ab. Und das ist richtig frustrierend, wenn man das dann nicht hinbekommt. Boah, wie mache ich das denn? So geht das. Okay. Das eine hätten wir geschafft. Okay, Versorgungsraster. Und. Okay, aber jetzt komme ich hier nicht ran. Boah, das ist bitter. Müsste ich mir noch was anderes überlegen. Komme ich denn so hin? Nee, dann komme ich da nicht rüber. Und vielleicht komme ich so hin und so hin. Und so hin. Okay, und jetzt brauchen wir noch eins. Okay, es ist geschafft. Die Luftfilterung war das Letzte. Wir haben erstmal die Notversorgung jetzt offenbar eingeschaltet.